Okay, nächster Beichte, da sind wir gleich wieder bei dem Thema. Ich hatte was mit meiner Cousine. Das Ding ist halt, Leute, so viele Mütter haben schöne Töchter, aber ihr müsst ja nicht die von eurer Tante nehmen, oder? Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute reagiere ich wieder auf eure Beichten, die ihr mir auf Telonym und Insta gebeichtet habt, geteilt habt quasi mit mir. Ich habe wieder mal die Shisha am Start, damit ich die ganzen Beichten aushalten kann. So, let's go. Die erste Beichte. Ich beichte, dass ich Pizza mit Messer und Gabel esse. Kann man machen, Bruder. Ich feiere es nicht, musste ehrlich sagen. Pizza mit Messer und Gabel schmeckt nicht so gut wie Pizza einfach mit der Hand. Okay, nächste Beichte ist schon wieder eine absolut gottlose Beichte. Und zwar, ich beichte, dass ich den Lehrer angespuckt habe. Ja, moin. Darauf einfach kein Statement. Ich beichte, dass ich von meiner Nachhilfe. Ich beichte, dass ich von meiner Nachhilfelehrerin Nacktbilder hatte. Moin, Bruder. Oh Mann, das muss halt so cringe sein und so peinlich, weil die weiß das ja nicht, dass wahrscheinlich Nacktbilder von ihr existieren und du sitzt einfach ganz vor ihrem Gesicht und weißt, wie sie komplett nackt ausschaut. Cringe. Ich bin mal, als der Probefeueralarm der Schule war, zum Dönerladen gegangen. GG, Bro. Würde ich auch machen. Ich beichte, dass ich schon mal in meine Katze verliebt war und es ging nur 2 Stunden, weil ich betrunken war. Habe ich auf jeden Fall auch immer die Struggles. Wenn ich betrunken bin, dass ich in Katzen verliebt bin, man kennt ihn. Ich, männlich 12, beichte, dass ich schon 19 Freundinnen hatte, keine Kindergartenbeziehungen. Eine Schweigeminute. Die Jugend von heute. Die Beichte feiere ich. Aber. Hab beim Handy meines Bruders die Sprache auf Chinesisch gemacht. Wie lange er gebraucht hat, um sie wieder auf Deutsch einzustellen, würde ich gerne wissen. Danach erstmal Schläge kassiert von seinem größeren Bruder. Ja, moin. Ich, männlich 12, beichte, dass ich Creator Code Papa eingetragen habe. Kuss. Ich beichte, dass ich mir mal 20 Nuggets geholt habe und meinem Freund nur 7 gegeben habe. An der Stelle Glückwunsch an dich, Bro. Wenn sich meine Freundin 20er Chicken Nuggets holt, darf ich vielleicht eins haben oder gar keins. Sad life. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung wieso, aber Mädchen sind so heftig süchtig nach Chicken Nuggets von McDonald's. Wieso, Bro? Ich meine, ja, okay, sie schmecken gut. Ich liebe auch, ich liebe Chicken Nuggets, aber so, keine Ahnung. Döner, Bruder, Döner mit Ei ran. 1 plus mit Sternchen. Ich, männlich 12, beichte, dass ich mal mit einer Pistole in die Schule ging und jetzt eine Anzeige habe und vorbestraft bin. Also da weiß ich ein bisschen Hintergrund, weil ich mit dem Kontakt habe. Ich werde jetzt nicht sagen, wer das ist, natürlich, weil es anonym ist. Aber der hat wirklich eine Anzeige wegen Verstoß gegen Waffengesetz, das war so eine Airsoft-Pistole, also keine echte Pistole. Aber dadurch, dass man die verwechseln kann, hat er halt jetzt eine Anzeige wegen Verstoß gegen Waffengesetz? Waffenbesitzgesetz, glaube ich, nennt man das. Und das Ding ist halt, dass man eine Airsoft-Gun so oder so auch nicht besitzen dürfte. An der Stelle mit 12 Jahren mit einer Airsoft-Gun in die Schule gehen, ist halt das eine Ding. Das andere Ding ist, ich kann mir nicht vorstellen, wie kommt man mit 12 so an eine Airsoft-Gun? Absolut krass irgendwie. Und das andere Ding ist halt, wie zum Fick kommt man wie kommt man drauf, die in die Schule mitzunehmen, Bro? So, die sehen verdammt echt aus heutzutage. Das ist einfach eine schwarze, man könnte die, eine schwarze Pistole, das könnte man easy mit einer normalen Glock verwechseln. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück bei dem Verfahren und ich hoffe, du hast aus dem Fehler gelernt. Nächste Beichte. Ich wache immer um 8 Uhr morgens auf und bin dann bis 10 Uhr morgens am Handy. Dann kommt meine Mutter ins Zimmer und fragt, wie lange ich schon am Handy bin. Und ich sage, ich bin erst vor einer halben Stunde aufgewacht und bin seitdem am Handy, bin aber seit 8 Uhr dran. Okay, ich schätze mal, du bist sehr jung und darfst das Handy nur eine gewisse Zeit am Tag haben, schätze ich jetzt mal. Und nicht tragisch, habe ich auch gemacht. So, jetzt kommen wir zu den Telonym-Beichten, die sind natürlich ein bisschen krasser, weil sie wirklich komplett anonym sind. Ich beichte, dass ich keine Lust habe auf 7 Stunden Zugfahren und ich meine Maske einfach den halben Tag abnehme. Bad Boy. Beichten, die sind natürlich ein bisschen krasser, weil sie wirklich komplett anonym sind. Wahrscheinlich kommen wir zu den krassen Beichten. Wahrscheinlich. Darauf erstmal ein Shisha-Zug. Der Geschmack ist, by the way, so Baba. Drachenfrucht, ich glaube von Massiv. Al-Massiva heißt, glaube ich, der Tabak, keine Ahnung. Und die Sorte ist Bruderherz. Krank, schmeckt krank gut. Und Rauch, auch Baba. So.
Hab am PC meines Bruders die Sprache auf Arabisch gemacht und er hat eine Stunde gebraucht, bis sie wieder Deutsch war. Fühl dich. Danach erstmal Schläge kassieren. Gar kein Bock. Ich beichte, dass ich mir meinen Fuß bzw. Zehe beim Fußballspielen bei meinen Freunden gebrochen habe, obwohl ich von meinen Eltern aus nicht zu meinen Freunden durfte. Kritisch. Fuß gebrochen, dann kannst du nicht mehr nach Hause gehen. Zehe gebrochen, würde ich einfach nach Hause gehen und würde sagen, ich habe mir zu Hause irgendwo den Zeh gebrochen. Und ich glaube, aber trotzdem, auch wenn du sagen würdest, dass du dir dort die Zehe gebrochen hast, würden deine Eltern keinen Stress machen. Weil wenn du verletzt bist, logischerweise werden sie dir helfen und keinen Stress machen. So, okay, jetzt kommen wir zu bisschen cringe beichten. Bisschen nur, minimal. Ich, damals männlich 14. Ah. Ich, damals männlich 14, heute weiblich 16. Ja, moin. Aber ich damals, wenn ich 14, beichte, dass der Vater meiner Freundin an ihrem Geburtstag mir eine Flasche Wodka gegeben hat. Aber ich habe mit der Flasche Wodka was ganz anderes mit seiner Tochter und ihren Hintern gemacht. Wahrscheinlich mit 14, oder? Wahrscheinlich hat er mit 14 von dem Vater von seiner Freundin eine Wodkaflasche bekommen. Und wahrscheinlich hat er die Flasche in ihr Ohrschloch geschoben. Wahrscheinlich. Ich, männlich 17, beichte, ich stehe auf meine Cousine. Das ist halt belastend, Bro. Ich glaube, Cousine dürfte man rein rechtlich gar nicht. Ich glaube, Großcousine ist dann okay, aber Cousine, glaube ich. Ist Inzest, bitte verlieb dich in eine andere. Und ich würde dir raten, irgendwie deinen Kopf so gegen den Tisch zu hauen oder so, damit du wieder klar denken kannst. Und yesterday. Okay, nächste Beichte, da sind wir gleich wieder bei dem Thema. Ich hatte was mit meiner Cousine. Das Ding ist halt, Leute, es gibt so viele Mütter haben schöne Töchter, aber ihr müsst ja nicht die von eurer Tante nehmen, oder? Wenn ich mir die Beichte durchlese, habe ich schon wieder gar keinen Bock mehr, will einfach Video beenden. Ich, weiblich 13, beichte, dass ich mir gern Zahnbürsten, Bananen oder Gurken hinten reinschiebe. Also, wenn die Beichte echt ist, dann esse ich jetzt auf der Stelle sofort den ganzen Shisha-Schlauch oder einen Besen. Was soll ich tun, wenn ich einen Shisha-Schlauch gegessen habe? Kotzen, Bruder. Wahrscheinlich hat das irgendein Typ gebeichtet und wollte lustig sein. Hab während ich eigentlich Homeschooling machen musste, durchgezockt und um 19 Uhr bin ich draufgekommen, dass ich was machen musste. Das ist belastend, Bruder. Das Ding ist, ich weiß von einem Kollegen von mir, also Freund von mir, der hat Berufsschule, nennt man das. Also das ist eine Ausbildung halt mit Schule. In Deutschland heißt das, glaube ich, also bei uns in Österreich heißt das Lehrling, in Deutschland heißt das Azubi. Der musste auch verdammt viel machen und die mussten komplett übertrieben viel machen, also viel mehr als die in der Schule machen mussten. Ne? Und wenn die das nicht abgegeben haben, dann haben die einfach komplett Stress bekommen, schlechte Noten. Deshalb bin absolut glücklich, dass ich den Kack hinter mir habe. Ich, männlich 23, beichte, dass ich als Kind Süßigkeiten gestohlen habe und entdeckt wurde. Ah, das ist so ein Ding. Ich glaube, Süßigkeiten hat wahrscheinlich jeder zweite mal geklaut, aber erwischt zu werden ist halt Kacke. Klauen an und für sich Schmutz. Egal ob nur ein Blatt Papier oder ob Süßigkeiten, ein Getränk, was auch immer, klauen einfach Schmutz. Weil heutzutage, glaube ich, hat jeder so viel Geld, dass er sich ein Getränk leisten kann oder Süßigkeiten. Und wenn man es nicht hat, Bro, dann kann man es einfach nicht haben. Das ist so. Dann muss man irgendetwas dafür tun, damit man sich das leisten kann. So, nächste Beichte. Ich beichte, dass ich Cola mit Wasser mische, damit ich mehr Kohle habe. Ich weiß sogar, von wem die Beichte kommt. Und ich weiß nicht, hat schon mal jemand Cola mit Wasser getrunken? Also ich finde, bei McDonald's, das Cola ist ja so mit Sirup gemischt. Also Sirup, Wasser, Sirup, Wasser, Sirup, Wasser. Das kommt ja so raus aus dem Automat. Und das schmeckt so verdammt eklig, wenn da noch Wasserwürfel, also Eiswürfel, Wasserwürfel wahrscheinlich. Wer kennt's nicht, Wasserwürfel? Wenn da Eiswürfel noch da drin sind, Bruder, das schmeckt einfach nach Cola mit bisschen, nach Wasser mit bisschen Cola. Sikerim. Ich, männlich 18, beichte, dass ich beim Sex mit meiner Freundin immer an meine geile Schwester denken muss, um zu kommen. Was soll ich zu so einer Beichte sagen? Er hat Sex mit seiner Freundin
Und es ist schon absolut krank, dass er an irgendein Mädchen denkt, so, weil dann ist er nicht zufrieden mit seiner Freundin. Aber er denkt einfach an seine fucking Schwester, Leute. Ihr müsst euch denken, ihr habt eine Freundin, habt mit der Geschlechtsverkehr, damit das Video nicht gelb wird, Bruder. Und ihr müsst euch einfach denken, er denkt an seine fucking Schwester, Bro. Er denkt an seine Schwester. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Format gefällt, das ist mittlerweile die zweite Folge, dann schreibt es gerne in die Kommentare und wir machen eine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Folge davon, gar kein Ding. Ah, okay, das ist eine nice Beichte. Ich, männlich 15, beichte, dass du der beste Streamer bist, den es gibt. Gruß an der Stelle. Ich wette, 50% der Leute hat jetzt einfach so Bock auf eine Shisha, weil ich die ganze Zeit durchziehe. Okay, die letzten zwei Beichten. Ich bin in meine Sportlehrerin verliebt. Das Ding ist halt, man hat halt wenig Chancen, wenn man in eine Lehrerin, also in eine Sportlehrerin oder Lehrerin generell verliebt ist, weil schätzungsweise bist du wahrscheinlich 12, 13, maximal 14, 15 und sie ist wahrscheinlich 23, 25. Deshalb wird so oder so nicht funktionieren und wir leben in Österreich, Deutschland, Schweiz, wo auch immer Deutsch gesprochen wird. Hier ist es nicht möglich, Bro, da musst du in Amerika leben, damit du deine Lehrerin flanken kannst. Oder sie dich flankt, war immer unser Kindheitstraum. So, letzte Beichte. Ich, männlich 13, beichte, dass ich vergessen habe, im Itemshop Creator Code Papa einzugeben. Kann man vergessen. Trotzdem, riesengroßes Dankeschön an der Stelle. Es verwenden so krank viele meinen Creator Code und unterstützen mich seit Tag 1, seitdem ich den Creator Code habe. An der Stelle wirklich danke. Und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Falls euch das Video gefallen hat, Like da lassen, vielleicht abonnieren, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und bis zum nächsten Mal. Adios, amigos.